Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Folge 101, Dalmatiner sozusagen. Ich freue mich, dass wir es schon so weit geschafft haben. Ihr werdet es jetzt gerade sehen, ich hatte es ja schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Ich werde jetzt pro Folge immer mal 1, 2, 3 Kommentare mit einblenden. Einfach nur als kleinen Dank dafür, dass ihr zurzeit so gut mitmacht und mir Tipps gebt. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Deswegen sollte man das auch zeigen. Ja, was machen wir in der Folge? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein kleines bisschen weitergearbeitet. Ich habe hier noch ein paar Mal das Karottenfeld oder generell unser Beet besamt. Mit ganz viel Freude. Und ein bisschen abgeerntet. Ich habe uns ein bisschen Honig geholt und ansonsten lassen wir noch kurz die anderen Karotten hier rumliegen. Ansonsten hier vorne habe ich noch ein bisschen mit den Steinplatten weitergemacht. Es kostet halt einfach so viel Stein jedes Mal. Das ist echt Wahnsinn, wie viel man da abbauen muss. Vor allem kann man halt auch nicht so viel Stein tragen, weil es halt echt schwer ist. Deswegen ist das doch schon eine ganz schöne Arbeit. Ja, ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel passiert. So ein bisschen Fleisch, Himbeeren, alles Mögliche, was ich gefunden habe. Weiß nicht, haben wir noch was im Fermentierer drin? Nee, ist aktuell nichts mehr drin und tränketechnisch haben wir das hier jetzt alles am Start. Kann sein, dass ich nochmal so ein... Obwohl, es sieht nicht so aus. Ich glaube, irgendein Met habe ich noch gekocht. Aber naja. Also es ist nicht so viel passiert, nur ein bisschen was. Wir haben auf jeden Fall... Ach doch, hier Würstchen und Suppe. Das habe ich gemacht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Dass wir ein bisschen besser vorbereitet sind. Ja, was machen wir in der Folge? Ich habe überlegt, dass es eigentlich sinnvoll wäre, nochmal ein bisschen Eisen sammeln zu gehen. Weil der Tod im Gebirge, der war irgendwie schon wieder ganz schön ärgerlich. Die Wölfe sind halt eigentlich nicht so schwer. Wir haben die mit zwei Schlägen oder so, kriegen wir die auf jeden Fall runter. Aber die machen halt echt ganz gut Damage. Und naja, wir brauchen halt außerdem auch noch eine Eisenspitzhacke. Also ich denke mal, dass es mit der Eisenspitzhacke gehen sollte, aber anders würde es keinen Sinn machen, denn wir haben ja Diamant gefunden. Ich konnte leider noch absolut nicht rausfinden, was wir damit anstellen können, ob wir das ganz normal hier auch schmelzen können und dann Diamantrüstung oder was auch immer. War das Diamant? Ja, es war Diamant. Auf jeden Fall, wenn man es googelt, ich habe rein gar nichts dazu gefunden. Genauso wie zu den anderen Sachen, die wir im Gebirge fanden. Ich habe hier mal noch genau Zutaten, eine Truhe gemacht mit so den gängigsten Zutaten für den Kessel. Und Gebirge jetzt einfach mal, wo wir das hier reinwerfen. Also, das gehört eigentlich nicht dazu. Aber hier haben wir einmal Kristall und wir haben einmal gefrorene Drüse. Und auch bei beiden steht da, es hat, also im Internet, wenn man sucht, steht da, es hat aktuell noch keine Verwendung. Vielleicht kommt das irgendwann mal mit einem Update. Weiß nicht, ob das vielleicht zwischendurch schon kam, ob das ein älterer Beitrag war, den ich da gelesen habe. Aber naja. Auf jeden Fall haben wir es jetzt erstmal nicht gefunden. Ich lasse das Beet jetzt erstmal Beet sein. Das kann ich ja machen, wenn ich nicht aufnehme. Dass wir hier nicht wieder so ganz so lange rum... Ja, Zeit verdrödeln so rum, bis wir hier mal starten. Es ist alles repariert. Weil dann würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt hier mal Würstchen und Suppe. Und zwar können wir eigentlich die Himbeeren mal rausschmeißen. Wir nehmen auf jeden Fall... Na, zwei Würstchen sind ein bisschen wenig. Wir nehmen mal hier noch vier Würstchen plus die zwei. Und dann würde ich sagen, wir hauen auch die Mörlis weg. Packen uns dafür mal noch drei von denen mit ein. Und das kommt weg und dafür gibt es Fleisch. Schmeißen wir das ganz schnell mit hier rein, dass wir eine gute Kombi haben. Dann ganz schnell noch ein bisschen was vom Werkzeug weg, was wir jetzt definitiv nicht brauchen. Und dann würde ich sagen, wir beamen uns mal wieder hier runter zum Knochenwanst. Weil, achso, wir brauchen den Schlüssel noch. Wie wir den die letzten Male immer wieder einstecken? Ich weiß es gar nicht. Wo haben wir denn das? Das ist er. Ja, wir beamen uns mal runter und machen noch ein paar Krypten, dass wir wieder ein bisschen Eisen sammeln. Denn, wie gesagt, wir brauchen eine bessere Spitzhacke für das Zeug, was es im Gebirge gibt. Diamant oder was es war. Und ich hätte natürlich auch ganz gerne noch... Ja, irgendwie die Rüstung verbessert. Zumindest, weiß ich nicht, wenigstens eins von beiden noch auf die drei oder... Ja, ich habe halt einfach keine Lust, dass wir schon wieder sterben. Ich denke, das kann man nachvollziehen. So, wir hatten das jetzt Sumpf genannt, ne? Ne, Knochenmann. Ich habe einen ganz guten Tipp bekommen. Ich weiß nicht, ob du heute schon mit eingeblendet wurdest, ansonsten dann morgen, übermorgen bei der Folge. Und zwar, dass es ja eigentlich mal ganz hilfreich wäre, wenn wir hier einerseits...
haben wir ja das Portalsymbol. Und uns einfach mal die Portale auch so benennen, wie sie heißen. Dann würde nämlich so ein ganzer Quatsch nicht passieren, wie in den letzten Folgen passiert. Das finde ich eigentlich nicht doof. Dann wissen wir, da unten steht Knochenmann. Und wir sind auf der sicheren Seite. Werde ich jetzt mal nach und nach mit den anderen Portalen auch noch machen. Weil meine Vergesslichkeit halt manchmal doch nicht ohne ist und zu ganz schönen Problemen führen kann. So, ich habe irgendwie gar keinen Bock hier auf den Mist. Also hier auf den Sumpf. Ganz viele schlechte Erinnerungen. Bin mir nicht hundertprozentig... Ah, kein Schlundi. Obwohl, wir bräuchten die Blutsäcke. Ich glaube, die kam ja von den Schlundis. Wäre eigentlich nicht verkehrt. War das Blutsack? Ja, genau. Wir haben nicht mehr so viele davon und wir brauchen die ja für gewisse Tränke. So, mir hatte auch noch jemand, das ist schon ein bisschen länger her, geschrieben, dass wir die Kette entweder aus einer Kiste bekommen, so wie ich es mir schon dachte, oder tatsächlich auch von diesem zornigen Geist oder Zorngeist oder wie auch immer das Vieh hieß. Natürlich kein Giftwiderstand dabei. Komm her, kleiner Schleimling. Gib mir deinen Schlamm. Ja, deswegen, wir brauchen unbedingt noch eine Kette. Dann könnten wir nämlich endlich noch die Schmiede verbessern. Sieht erstmal ruhig aus hier. Ja, dann kriegen wir die Schmiede auf die, ich weiß es gar nicht, 4, glaube ich. Ja, müsste die 4 sein. Wäre natürlich optimal. Bin mir nicht sicher, ob wir... Obwohl, hier ist noch zu. Also waren wir hier auf jeden Fall noch nicht drin. 94 Leben ist auch okay. Wenn dann eins von den beiden, also Mörli oder Himbeere, nachgibt, hauen wir natürlich nochmal ein Süppchen nach. Lasst uns erstmal kurz gucken, ob hier soweit ruhig ist. Natürlich nicht. Aber ihn interessiert es auch nicht. Ach, jetzt. Schießt der nur Pfeile? Okay, der war ja easy. Ich dachte, wenn man nah rankommt, die wechseln irgendwie auf Schwert oder sowas. Die Geräusche hier drin. Ein bisschen wie bei The Walking Dead. Gut, also hier ist erstmal soweit nix. War hier eine Kiste? Ne, das ist keine. Wir haben nochmal einen Knochen. Ich will bloß erstmal kurz rumrennen, um zu schauen, dass wir hier nicht irgendwie überrascht werden. So, wir können Süppchen nachhauen und dann auch noch Fleisch und dann sieht unser Lebensbalken doch schon mal um einiges besser aus. So, aber hier ist soweit nichts. Hier geht es auch, glaube ich, nicht weiter. Sieht nicht so aus. Alles klar, dann können wir in Ruhe abbauen. Ja, ich Vollidiot. Irgendwas muss immer sein. Jetzt packe ich extra noch die Werkzeuge weg. Ach, Mann. Weil ich sage, wir müssen ja nicht alles mitschleppen. Macht sich super, eine Spitzhacke wegzupacken. Wenn man Eisen abbauen will. Okay. Naja, gut. Achso, wir können uns die aber mal kurz markieren. Dass wir wissen, dass das die hier war. Krypte. Ich glaube, man schreibt es mit... Ne, mit K passt, oder? Ja, irgendwie so. So, dann nochmal schnell zurück. Dauert ja zum Glück nicht lange. Unser Ausdauerbalken ist ja gerade heftigst unterwegs. Naja, mit Ausgeruht-Skill und dieser Kombination. Ist schon ziemlich geil. Lange nicht mehr gesehen. Wir hatten lange nicht mehr so die Kombination aus guten Lebensmitteln. Zumindest wären wir hier in Ruhe gelassen. Können wir ganz schnell wieder zurück. Ja, war ein bisschen doof. Tut mir leid. Passiert. So, ab zurück mit dir. Ja, mir wäre es schon ganz lieb. Also einerseits die Eisenspitzhacke, weil ansonsten kommen wir eh nicht weiter, was das Material angeht. Und vielleicht noch ein bisschen Rüstung oder ich weiß es noch nicht, aber irgendwie noch ein kleines Stück verbessern. Da wäre ich echt nicht traurig drüber. Ich würde mich nochmal ganz kurz hier hinsetzen, dass wir wieder vollen Ausgeruht-Skill haben. Das Feuer ist aus. Das ist schlecht. Ach ja, Holz habe ich gesammelt. Ihr seht's. Ein bisschen was, dass wir demnächst mal wieder weiterkommen.
Edelholz war es, glaube ich, auch noch ein bisschen, aber nicht viel. Kernholz weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall normales Holz habe ich ein bisschen gesammelt. So, haben wir gemütlich 8? Ja, das passt. Dann können wir hier stehen bleiben. Beziehungsweise wir müssen uns, glaube ich, hinsetzen. Machen wir den nochmal ganz schnell voll. Jetzt haben wir die Spitzhacke dabei. Bronzespitzhacke 2, passt. Na komm. Jetzt. So, und auf zurück. Da haben wir jetzt eine Viertelstunde. Da kommen wir komplett die Folge noch mit durch. So, welches war es? Das hier drüben? Ja. Ich meine, es geht ja meistens relativ schnell mit dem Eisen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das die nächsten 5 Folgen ziehen wird. Ich denke mal, die Folge und nächste Folge noch. Dann sollten wir genügend zusammen haben. Dass wir da noch ein bisschen was verbessern können. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch irgendwo so eine Kette. Dann haben wir die Schmiede auch gleich auf vollsten Level. Also, für uns aktuell möglich. Weiß nicht, ob es da noch mehr gibt als die 4 irgendwann. Da hinten ist ein Spawner. Ja, die Geister haben wir ja bisher auch meistens. Meistens in der Krypte gesehen, ne? Ich glaube, hier ist auch mal irgendwo einer mit rumgetungelt, als wir gegen Knochenwanz gekämpft haben. Ich weiß nicht, dieses Feuerzeug, das waren keine Geister, ne? Das war irgendwas anderes, glaube ich. Naja. So, da sind wir wieder. Ist jetzt nochmal jemand neu gespawnt? Nee, ne? Und das erste Eisen ist schon am Start. Wir müssen nur wieder Glück haben, dass wir irgendwo eine Truhe finden, wo 20 Eisen drin ist. Dann haben wir es nämlich eigentlich schon gelöst. Aber auch so, es geht halt echt flink. Wir brauchen nur noch einen Schlag dafür. Also bei jedem dritten, vierten kommt ja ungefähr ein Eisen raus. Ah, da ist er. Kommt der schon durch oder können wir den erstmal abballern? Hey, kleiner Trogger. Okay, wir können ihn erstmal abballern. Nein, nicht weggehen. Bleib hier. Hä, warum hat denn der nicht getroffen? So, den haben wir. Ist eigentlich ganz cool durch die Feuerpfeile. Ist das gerade dadurch? Wird es auch ein bisschen heller? Nee, ich glaube, das ist generell einfach so hell hier. Nee, es war das Feuerpfeil. Ist eigentlich cool, da hauen wir uns immer so ein Feuerpfeil hier hin. Dann haben wir ein bisschen Licht. Bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Ist ein bisschen Ressourcenverschwendung, aber naja. Finde ich immer noch besser als die Fackel. Beim hält er sogar relativ lange. So, kommen wir hier noch durch? Ist hier noch was? Anscheinend. Aber ich glaube, jetzt hört es so langsam auf. Kriegen wir da noch irgendwo eine Ecke? Nö. Hier ist noch eine Ecke. Hier war nichts weiter. Hier haben wir auch nichts weiter. Hier drüben noch. Wie viel haben wir denn? Wir haben schon wieder 8 Eisen zusammen. Ach, ich freue mich. Eisen geht echt immer so schnell. Und da wir es jetzt auch noch teleportieren können, ist das ganz schnell wieder in der Basis. Ich weiß gar nicht, bei der Rüstung. Wir hatten, glaube ich, 5 bezahlt pro Rüstung. Und dann auf die nächste Stufe waren es jetzt gleich 20. Das eine Rüstungsteil haben wir ja schon auf der 3. Bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir da nochmal schauen, wenn wir wieder zu Hause sind. 11 schon wieder zusammen. Geht es ja nicht wirklich weiter, aber gibt es hier noch was zum Abbauen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Gut, belassen wir dabei. Ich können wir die Pilze auch liegen lassen. Die machen auch immer so ein kleines bisschen Licht. So, hier war gar nichts, genau. Also dann einmal noch hier drüben. Ah, ich möchte erstmal hier irgendwo lang gehen können, wo ich noch laufen kann. Bernsteinperle.
Das hier scheint auf jeden Fall ein großer Haufen zu sein. Ich glaube, da geht es auch nicht weiter. Das heißt, wir können in Ruhe abbauen. Guck mal, wir können in den Nebenraum gucken. Habt ihr das gesehen? Ist keiner. Wissen wir jetzt. Also hier dahinter ist auf jeden Fall irgendwas. Ich muss sagen, ich fand das echt cool. Vielleicht machen wir es jetzt doch mal öfter. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Weil mit Fackel geht es ja eh nicht. Wir brauchen ja zwei Hände für die Hacke. Und generell finde ich die Fackel, die ist irgendwie teilweise so hell. Und halt so nah am Körper dran von unserem Charakter, dass das mehr blendet, als dass man was sieht. Die werden aber kurz gehalten. Da sehe ich doch schon den ersten. Ich würde mir ganz gerne erstmal oben so eine kleine Kuhle machen. Ui, der ist aber mutig. Komm mal wieder hoch. Kommst du nochmal? Hallo. Gott, hier wartet auf jeden Fall eine ganze Menge. Ey, nimm doch die. Warum hat das jetzt aus der Hand genommen? Jetzt springt er bestimmt wieder runter. Ach, das war so klar. Aber wir haben noch einmal getroffen. Da hinten sehe ich so ein kleines Köpfchen. Was macht der denn? Muss eine Höhe zielen. Ah, so klappt's. Eins, zwei und der dritte in den Kopf. Bam, da haben wir den ersten. Leimling, kommst du mit? Troger, kommst du wieder hoch? Irgendeiner? Bam, wir haben was getroffen. Ah, schade, ich dachte, ich treffe hier durch den kleinen Schlitz. Es ist schon ganz schöne Pfeilverschwendung, aber es ist halt auch echt viel los hier drin. Ich möchte hier ungern jetzt reinbrechen, weil der Schleimling gibt uns Miesvergiftungen und die Trogger kloppen auf uns ein. Nee, so treffen wir es nicht. Ich glaube, wir müssen mal nach eins. Eins müssen wir mal noch weghacken. Guck mal, den hier können wir jetzt auf jeden Fall kriegen. Hallo? Bleib doch oben. Mann, es frisst ein bisschen Zeit, tut mir leid, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Jetzt haben wir ihn getroffen. Jawohl, aber es zieht irgendwie nicht so extrem viel ab. Da treffen wir nicht ganz richtig, aber zumindest machen wir Schaden. Wie viel haben wir denn noch? 50 Feuerpfeile, das ist okay. Ich hätte halt zumindest ganz gerne den Schleimling weg, weil wir haben keinen Giftwiderstand dabei. So, du kommst nochmal her. Perfekt. Kriegst du noch zwei Pfeile ab, dann war es das auch. Noch ein Trogger. Also entweder ist hier ein Spawner drin. Oder ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir ihn. Schleimling wird jetzt auch dran glauben und dann hauen wir ganz schnell hier den Schrotthaufen weg. Jetzt hat er sich durchgeschleimt. Perfekt, so. Ja, da kommt wieder der nächste Tor. Oh, zwei sogar. Ach du Scheiße. Hier muss auf jeden Fall ein Spawner drin sein. Ach ja, das ist auch dieses Bienengeräusch, ne? Also hier, Fliegengeräusch-Dings da. Ja, was soll ich machen? Könnt's jetzt entweder einhauen, dass wir hier durchkommen und die ganz schnell im Nahkampf erledigen. Wird nochmal ganz schnell ein Fleisch nachhauen. Oh Gott, jetzt nicht. Ah, oh, doch nicht genau in dem Moment ein World Save. Ich meine, das Spiel hat uns gewarnt, aber trotzdem. So, und jetzt schnell hier weghauen, das Ding. Nein, na, wie schnell die mittlerweile auch sterben durch unseren Streitkolben, ist halt echt geil. Cool, wir haben es geschafft. Wir haben auch eine Truhe. Was haben wir denn hier? Innereien. Gelben Pilz. Lass was Gutes zu. Ja, 20 Eisen. Wir haben es wieder geschafft. Ah, nein, wir tragen zu viel. Also das scheint echt nicht so selten zu sein, ne? Was macht man jetzt? Also mit so viel Gepäck, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen es hier in der Truhe lassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich erstmal den ganzen anderen Scheiß weglegen. Müsste ja drin bleiben, aber das reicht natürlich nicht. Eigentlich geht es nur ums Eisen. Das heißt, wir behalten den anderen Shit doch. Jetzt würde ich mal sagen, 13, ja. Können vielleicht sogar noch drei mitnehmen.
Oder zwei? Nee, zu viel. Okay, also nehmen wir das mit. Wir wissen ja, wo die Krypte ist. Und von daher können wir das jetzt erstmal alles nach Hause bringen, machen wieder her, nehmen den Rest noch mit. Das sollte ja nicht das Problem darstellen. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss. Wir haben es wieder geschafft. Wir haben jetzt, was hatten wir? 20 Eisen waren hier drin. Und wir haben hier, können wir mal zusammenpacken, 17 und 17, also 34 Eisen. Und das eigentlich innerhalb von einer halben Folge, weil die erste Hälfte der Folge haben wir gebraucht, um herzukommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann können wir definitiv hier ein bisschen was verbessern und dann fühle ich mich auch etwas sicherer fürs Gebirge. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.